Hallo, meine lieben Gamer, und willkommen zu diesem kleinen Tipps- und Einführungsvideo zum Autobahn-Polizeisimulator 2 auf der PlayStation 4. Also los geht's! In diesem Video möchte ich euch ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen und euch ein paar Tipps zum Einstieg geben von dem Spiel. Und wie immer natürlich gilt, ihr könnt den Kanal sehr gerne abonnieren. Könnt gerne ein Gefällt mir da lassen und dann verpasst ihr auch kein Video hier auf dem Kanal. Jetzt aber geht's mal los mit der Steuerung von dem Spiel, vom Autobahn-Polizeisimulator 2. Wir fangen erstmal im Auto an, würde ich sagen, weil wir sind sowieso schon auf der Autobahn. Ihr könnt mit Kreis, wollte ich sagen, jederzeit aussteigen, allerdings nur, wenn der Ausstieg nicht blockiert ist. So. Mit Kreis könnt ihr auch aussteigen. Es muss nämlich der Beifahrer mit aussteigen können. Das heißt, man darf nicht zu nah hier an die Leitplanke ran, dann kann man hier parken. Problem ist, naja, das ist ziemlich gefährlich eigentlich, aber naja, die Autos halten trotzdem. Mit X steigt ihr wieder ein dagegen. Und ja, mit R2 gibt ihr Gas. Ganz normal. R2 ist Gas geben, L2 ist Bremsen. Und wenn ihr jetzt ins Auto steigt, seht ihr schon, schaltet das Spiel immer auf Cockpit-Ansicht. Die könnt ihr auch drehen. Hier ist der Kollege mit dem rechten Stick. Mit dem linken Stick steuert ihr. Und mit Dreieck schaltet ihr zur Verfolgersicht. Da habt ihr also das seht ihr nämlich mehr. Da seht ihr das Auto von hinten oder eben wahlweise im Cockpit das Ganze. Ihr könnt, das ist das Interessante, ihr könnt das Spiel auch mit Lenkrad spielen. Ich habe jetzt das mit zwei Lenkrädern hier getestet. Das Spiel funktioniert mit dem Logitech G29 und mit dem Thrustmaster T300 RS. Es müsste auch das Thrustmaster T150 funktionieren, weil das ist ja eigentlich kompatibel mit dem T300. Ich habe es auch nicht getestet. Kleiner Nachteil, zumindest jetzt im aktuellen Zustand vom Spiel, es werden keine Tasten auf dem Lenkrad unterstützt. Was unterstützt wird, ihr könnt lenken, ganz normal mit dem Lenkrad, und ihr könnt Gas geben und bremsen. Und ihr könnt aussteigen mit per Kreistaste. Das ist das Einzige, was geht aktuell am Lenkrad. Ansonsten braucht ihr die Controllersteuerung. Und jetzt gleich ein Tipp, das ist nämlich eigentlich vielleicht lustig, weil ihr könnt eigentlich zu zweit Koop spielen. Vor dem Bildschirm. Einer kann dann quasi das Auto fahren mit dem Lenkrad und der andere dann eben zu Fuß die Einsätze machen mit dem Controller. Und das könnte vielleicht auch so ein bisschen interessant sein für den Nachwuchs beispielsweise. So eine Vater-Sohn-Geschichte kann ich mir da vorstellen, dass das vielleicht ganz nett ist. Weil der Autobahn-Polizeisimulator 2 ist nämlich freigegeben ab 0 Jahren, also der ist komplett jugendfrei. Entsprechend wenig Gewalt ist aber natürlich auch hier zu sehen. Also es gibt jetzt keine groß fiese Action oder so. So, wir machen jetzt mal erstmal weiter mit der Steuerung. Die X-Taste ist die Handbremse. Das braucht ihr höchstens, wenn ihr mal schnell wenden wollt. Wobei auf der Autobahn wollt ihr garantiert nicht wenden, weil das bringt in dem Fall nichts. Mit Viereck könnt ihr Einsätze annehmen, wenn gerade der Funkspruch kommt und es das heißt, wer kann das übernehmen, dann könnt ihr eben mit Viereck das übernehmen. Dreieck, wie gesagt, Cockpit und Außenansicht. Kreis ist Ein- und Aussteigen. Das machen wir zunächst mal, L3. L3 ist nach hinten gucken, während ihr fahrt. Einfach nach hinten schauen. R3 ist der Polizeisinn, der nur bei bestimmten Einsätzen Sinn macht. Und dazu komme ich vielleicht noch gleich zu sprechen. Wir machen weiter beim Steuerkreuz. Das Steuerkreuz. Steuerkreuz nach unten ist Licht an aus. Macht natürlich nur Sinn, wenn ihr bei Nacht fahrt. Steuerkreuz nach rechts und links ist der Blinker, entsprechend in der entsprechenden Richtung. Also ihr könnt eben schön vorschriftsmäßig blinken. Und Steuerkreuz nach oben, das ist die wichtigste Funktion natürlich. Damit macht ihr das Blaulicht an. Und wenn ihr nochmal nach oben drückt, geht die Sirene an. Und wenn ihr nochmal nach oben drückt, gibt es ein anderes Hornsignal. Und wenn ihr nochmal drückt, macht ihr das Ganze aus. Ganz einfach eigentlich. So, dann haben wir noch zwei Tasten, genau, die habe ich noch nicht. Mit L1, wir fangen an mit L1, das fehlt uns noch. Mit L1 geht ihr in Untermenü.
Da könnt ihr eben entweder Verkehrsmessungen auslösen, das heißt, ihr könnt ein vorausfahrendes Auto messen, oder ihr könnt, also Geschwindigkeitsmessung, Abstandsmessung könnt ihr machen, und ihr könnt ein Signal geben, auch für ein vorausfahrendes Auto mit der Matrixanzeige. Ihr könnt nämlich sagen, zum Beispiel bitte folgen, hier ist ein Unfall, hier ist Gefahr, oder bitte anhalten. Und damit zieht ihr andere Autos aus dem Verkehr sozusagen und könnt die kontrollieren. Die fahren dann rechts ran an den Rand und ja, dann könnt ihr eben die kontrollieren. Ihr steigt dann aus dem Auto aus und könnt die dann eben ja, schauen, ob da alles in Ordnung ist. Und hier kann man eben verschiedene Dinge eben aktivieren. So, wir können da auch weitere gibt es auch noch. Es gibt hier auch noch hier Achtung Konvoi, Achtung Stau oder Spur ist gesperrt. Das kann man dann hier entsprechend einstellen. Es gibt, wenn ihr den Polizeitransporter habt, habt ihr dann noch mehr Funktionen. Mit dem Polizeitransporter könnt ihr nämlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung einblenden. Also 30, 60, 90 oder was auch immer gerade angesagt ist, oder was ihr, ja, wenn es auch irgendwo eine Gefahrenstelle gibt, oder dass man eben die Spur sperrt, beispielsweise. Das kann man ja hier auch machen. Dann kommen wir jetzt noch zu R1, zu der R1-Taste. Die war mir ziemlich lange Zeit ein Rätsel, weil es auch nicht richtig kontrolliert, nicht richtig erklärt wird. Mit R1 schaltet ihr euren aktuellen Status durch. Also unten, man sieht es zum einen unten links unterm Radar, da gibt es verschiedene Statusnummern. Hier kann man eben durchschalten zwischen 1, 2, 3 und 4. Und das wird auch unten in der Mitte eingeblendet, was das für ein Status gerade ist. Beispielsweise können wir sagen, wir sind einsatzbereit über Funk. Dann können wir sagen, wir sind einsatzbereit auf der Wache. Und dass wir beispielsweise jetzt einen Einsatzauftrag übernommen haben. Das heißt, wir brauchen jetzt gerade keine neuen Aufträge beispielsweise. Und nicht zuletzt, als letzten Status können wir also sagen, wir sind an der Einsatzstelle angekommen. Einfach nur als Status an die anderen. Das gibt dann ein bisschen Erfahrungspunkte. Und hier oben haben wir auch wieder gerade aktuell die Einblendung. Hier, ich könnte jetzt diesen Auftrag annehmen, machen wir jetzt aber nicht. Ich will euch das noch weiter erklären. Ja, hier haben wir es. Das ist einsatzbereit. Also wir haben einsatzbereit über Funk. Das heißt, unterwegs seid ihr einsatzbereit auf der Wache, Einsatzort erreicht und Einsatzauftrag übernommen. Damit, das könnt ihr mit R1 durchschalten und quasi euren Kollegen Bescheid sagen. So, jetzt muss ich kurz die Matrixanzeige ausschalten. Bin ich selber verwirrt. Und das Wichtige ist eigentlich daran, nur die zwei Statusanmeldungen, entweder seid ihr jetzt auf der Wache einsatzbereit oder hier auf der Straße per Funk. Weil entsprechend kriegt ihr dann auch entweder hier Aufträge, also per Funk, oder eben auf der Wache, wenn ihr zurück in der Wache seid und dann kriegt ihr halt von jemandem vielleicht einen Auftrag. Und das ist mal die Steuerung. Was ein bisschen problematisch ist, das ist mal die Steuerung im Auto, ja. Bisschen problematisch ist, muss ich sagen, die Steuerung im Auto, nämlich die Sensibilität vom Wagen. Vor allen Dingen auf der Autobahn ist alles okay, aber sobald ihr eine enge Abfahrt oder Ausfahrt nehmt, merkt ihr, dass ihr relativ schnell ein Problem habt, weil der Wagen relativ komisch und sensibel reagiert. Oder ein bisschen verzögert teilweise auch. Und es ist so standardmäßig, zumindest wenn ihr das Spiel normal kauft, ohne Update, ist die Sensibilität viel zu hoch eingestellt. Das könnt ihr einstellen in den Optionen unter Steuerung. Und hier gibt es eben die Leiste für Sensibilität. Ich habe das auf die Hälfte runter. Ich habe es vorher sogar noch weiter unten gehabt. Standardmäßig ist bei mir ganz oben gewesen und das ist ultrasensibel. Das heißt, mit jeder kleinen Lenkbewegung steuert ihr der Wagen fast direkt in die Mauer rein. Ich habe das eben entsprechend runtergestellt. Dasselbe bei der Kamera. Und in meinem Fall habe ich auch noch die Y-Achse invertiert, weil für mich war die verkehrt herum. Allerdings, das ist auch Geschmackssache. Das müsst ihr einfach ausprobieren, wie euch das taugt. In den Optionen findet ihr übrigens auch die Tastenbelegungen. Aber das ist ja eigentlich relativ klar. Dann diese Einstellung mit Sensibilität ist deswegen wichtig, weil ihr dürft nicht zu viel Unfälle bauen. Wenn ihr beispielsweise hier in die Wand reinfahrt, also in die Leitplanke, seht ihr oben die Meldung 5%.
Und das ist jetzt nicht der Schaden vom Auto, weil das Auto kann, das hat gar kein Schadensmodell, sondern das ist quasi euer Chaosmeter, nennt sich das, ja, Chaosmesser. Wenn ich jetzt beispielsweise hier ein Auto anfahre, hier 10%, und wenn ich noch den LKW auch noch ein bisschen ramme, 34%. Und wenn diese Leiste, und wenn es auf 100% geht, wird der Einsatz abgebrochen, weil ich zu viel Chaos gestiftet habe, und das ist eben schlecht als Polizist, das soll man nicht machen. Die Anzeige, also die Zahl wird immer wieder resettet, also ihr müsst einfach ein bisschen aufpassen, einfach ein bisschen vorsichtiger fahren und dann geht das schon. Wenn ihr einen Einsatz übernommen habt, mit Viereck wie erwähnt, dann kommt ihr dann irgendwie, werdet ihr mit per Navi unten links auf per Radarschirm dorthin geleitet, also es wird markiert, in welche Richtung ihr fahren müsst, mit der blauen Markierung. Und ja, dann trefft ihr einfach ein und dann geht's eben zu Fuß weiter, das Ganze. Überprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Ich habe die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. Zu Fuß ist die Steuerung eigentlich so, wie man sie gewohnt ist. Mit dem linken Stick bewegt ihr euch ganz normal und mit dem rechten Stick bewegt ihr die Kamera, was jetzt eigentlich jetzt nicht groß erklärungsbedürftig ist. Aber ihr müsst aufpassen, die Kamera ist sehr, sehr zickig. Vor allen Dingen, wenn die irgendwie an den Rand irgendwo, an die Begrenzung drankommt, dann schwenkt die in irgendwelche unberechenbare Richtungen. Da müsst ihr euch drauf einstellen. An einer Unfallstelle könnt ihr eben zum einen, oder überhaupt zu Fuß, könnt ihr eben sprinten mit R2. Damit ihr euch schnell fortbewegt. Vor allen Dingen in der Polizeiwache ist das super praktisch. Ihr könnt nach Bedarf eben den Polizeisinn aktivieren mit R3, was in dem Fall markiert, was ich fotografieren muss oder worum es hier geht. In dem Fall, es geht um die zwei Autos und um die zwei Fahrer von den Autos, ja, die jetzt hier scheinbar einen Unfall gebaut haben, ganz offensichtlich. Und das ist auch eine Hilfe dafür, was ihr fotografieren müsst. Denn mit Viereck könnt ihr nötige Beweismittel bzw. beteiligte Fahrzeuge fotografieren. Mit X, sobald ihr eben im Kameramodus seid. Manchmal müsst ihr auch näher ran. Beispielsweise stehe ich zu weit weg für dieses Auto, dass ich es fotografieren kann. Es wird übrigens dann rot markiert auch, sobald man das korrekt im Fokus hat. Also aktuell ist es blau markiert oder ja, so hellblau. Jetzt gehen wir näher ran, Viereck, und halten drauf, jetzt ist es rot, passt, können wir fotografieren. Und dann gibt es noch etwas, weil es gibt, das ist auch, müsst ihr auch immer aufpassen, oben links steht es dran, wie viele Unfallobjekte es gibt. In dem Fall 4, 2 haben wir schon fotografiert, das sind die zwei Autos. Dann gibt es jetzt noch ein drittes, das weiß ich zufällig, das ist hier die Leitplanke. Kann man ganz schlecht erkennen, dass die Leitplanke auch dazugehört, aber in dem Fall ist sie das. So. Und dann haben wir normalerweise oft bei Unfällen noch so einen kleinen Schaden, also so Scherben. Die müssen auch extra fotografiert werden. Also falls ihr euch das sucht, das ist meistens so hier so ein Scherbenhaufen, der muss auch mit fotografiert werden. Und wenn ihr das alles habt, Steuerkreuz nach oben, in dem Fall, zu Fuß, wenn ihr das zu Fuß macht, dann könnt ihr die Unfallskizze erstellen, mit Steuerkreuz nach oben. Das heißt, sobald ihr die Fotos gemacht habt, mit Viereck, habt ihr alles im Kasten, dann macht ihr die Unfallskizze eben mit Steuerkreuz nach oben. Und da eben positioniert ihr eben die Unfallskizze, erstellt ihr die. So. Und im Grunde, das ist selbsterklärend, mit X nehmt ihr einfach ein Objekt auf und positioniert es so ungefähr, wie es hinpasst. Und dann ist das auch erledigt. Mit Leuten zwischendurch, hier zum Beispiel unterhaltet ihr euch eben mit X, das steht eben dran, das ist auch selbsterklärend, da könnt ihr auch, habt ihr auch verschiedene Dialogoptionen. Und auch noch, was ich vergessen habe, hier peinlicherweise, ihr müsst auch immer die Unfallstelle sichern, dazu müsst ihr per X den Kofferraum öffnen und auch mit X eben diese Hütchen nehmen und die könnt ihr auch wieder mit X aufstellen. Aber das ist, ich wollte diesen Unfall jetzt gar nicht groß absolvieren. Ich wollte euch nur die Steuerung jetzt hier mal zeigen, dass ihr das seht, was man zu Fuß so eben alles machen kann. Ein weiterer nützlicher Tipp ist, den ihr vor allen Dingen anfangs machen solltet. Ihr schaut, wenn ihr auf die Karte schaut, per Options dann und hier auf Karte wählen, versucht
mal einmal das komplette Streckennetz abzufahren. Und zwar die Autobahnen. Die Zufahrtsstraßen müsst ihr gar nicht so sehr, auf die müsst ihr gar nicht so sehr achten, aber die orange markierten Autobahnen, also A68, die A76, A74, A109 und A79, es ist im Grunde relativ überschaubar. Es ist relativ groß, aber in ein paar Minuten seid ihr dort herumgefahren. Aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist, ihr schaltet Schnellreisepunkte frei. Und überall, wo ihr Schnellreisepunkte freigeschaltet habt, das sind diese Autobahn-Symbole, da könnt ihr dann auch hinreisen. Und damit spart ihr euch sehr viel Zeit und Nerven, wenn ihr irgendwo zu irgendwelchen Unfallorten kommen müsst, weil die komplett auf der anderen Seite der Karte liegen und schlecht erreichbar sind, beziehungsweise man fährt ewig dorthin. Das ist der erste Grund, warum man, also Schnellreisepunkte. Der zweite Grund ist, dass ihr dafür sogar eine Goldtrophäe bekommt, wenn ihr alle Schnellreisestationen in der Welt freischaltet. Und ich denke, das ist somit eine der einfachsten Goldtrophäen überhaupt, die es gibt. Weil ihr müsst einfach, das ist nur ein paar Minuten und dann habt ihr das ganze Ding abgefahren und schon habt ihr das erledigt. Wir machen weiter in der Polizeistation. Das ist sowieso auch empfehlenswert natürlich, dass ihr euch in der Polizeistation mal umguckt. Und das ist auch ein Schnellreisepunkt. Also mit der Zeit nervt es nämlich auch, dass ihr unbedingt zur Polizeistation zurückfahren müsst. Und vor allen Dingen am Anfang seid ihr oft relativ orientierungslos, muss ich sagen, weil die Karte ist ziemlich unübersichtlich. Und eure Polizeistation ist oben in Nissen, oben in der Mitte der Karte. Und da ist auch dieser Schnellreisepunkt, wo ihr hinreisen könnt. Ja, gut, es geht natürlich nur im Fahrzeug. Und direkt an dieser Ausfahrt ist eben diese Polizeistation. Ja. Ich habe da natürlich aber anfangs auch Schwierigkeiten gehabt, zurückzufinden, wo ich eigentlich herkomme. Und das Wichtige in der Polizeistation, es gibt viele Räume, also die könnt ihr euch ruhig mal alle ansehen. Da gibt es auch Verhörzimmer, Gefängnis und so weiter, Besprechungsräume. Aber wichtig ist euer Arbeitsplatz, der ist hier im ersten Stock. Denn hier an eurem Computer könnt ihr diverse Dinge freischalten. Es gibt einen Technikbaum bzw. freischaltbare Items und Objekte für eure Wache. Das erste fängt eben an mit der Kaffeemaschine beispielsweise. Ihr könnt weitere Arbeitsplätze freischalten, einen Besprechungsraum beispielsweise, Computerauswertungsvideoraum. Diese Dinge übrigens, die braucht ihr für bestimmte Story-Missionen. Da heißt es zum Beispiel, ja, wir brauchen jetzt einen Videoraum, wo wir das auswerten können. Und den kann man nur freischalten, wenn man eben genug Erfahrungspunkte hat. Die Erfahrungspunkte kriegt ihr eben durch die Einsätze, da kriegt ihr immer Punkte rein und die gebt ihr eben hier aus für diverse Dinge. Beispielsweise für einen Besprechungsraum. Es geht aber noch weiter, ja. Was auch eigentlich fast am Anfang noch wichtiger ist, dass ihr die drei Fahrzeuge freischaltet. Also ihr habt ein normales Einsatzfahrzeug von Anfang an, dann habt ihr ein Zivilfahrzeug, das ist noch schneller als das normale Einsatzfahrzeug, und dann habt ihr noch einen Sicherungskraftwagen, also einen Transporter. Der hat nämlich ein paar andere Features und der schaltet auch neue Funktionen frei und ihr könnt dort auch andere Missionen annehmen. Also ihr habt dann mehr Abwechslung, wenn ihr auch natürlich mit den verschiedenen Wagen fahrt. Ihr könnt die dann frei wählen, die stehen dann vorne quasi auf dem Parkplatz und könnt eben da frei einsteigen. Mit dem Transporter könnt ihr eben auch mobile Blitzer freischalten, was eigentlich irreführend ist, weil eigentlich sind das stationäre Blitzer. Und zwar die setzt ihr dann an der entsprechenden Stelle auf der Autobahn ein. Das auf der Karte markiert, das ist ein sehr, sehr kleines Symbol. Da könnt ihr die Blitzer freischalten und die dann eben dort richtig platzieren, kriegt ihr auch Erfahrungspunkte. Des Weiteren kann man jedes Auto noch steigern mit eben bessere Fahreigenschaften, höhere Geschwindigkeit, besseres Handling und auch die Bodenhaftung verbessern von den Wagen. Verkehrssystem schaltet ihr auch ziemlich am Anfang gleich frei. Das ist aber Bestandteil vom Tutorial, das kommt von selbst. Und nicht zuletzt könnt ihr die Polizeiintuition steigern, eben wie ihr euren Polizeisinn einsetzt und wie oft ihr den einsetzen könnt. Außerdem gibt es noch ein Geschwindigkeitstraining, dann könnt ihr schneller laufen. Und es gibt eine schusssichere Weste, damit die Quicktime-Events, also die Sequenzen, wo ihr den richtigen Knopf drücken müsst, dass die ja nicht gleich komplett gescheitert sind. Gut, aber es kommen sowieso nicht sehr viele vor, ansonsten startet man die nochmal. Das ist jetzt mal von der Einführung und den Tipps aus dem Autobahnpolizeisimulator 2. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Ihr könnt gerne ein Gefällt mir da lassen, ein Abo. Man sieht sich sehr gerne beim nächsten Mal wieder hier auf diesem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch noch erfolgreiche Einsätze
hier rund um die Autobahn. Macht's gut, bis dahin.